Ich will ein Sammlungsvideo machen. Ihr habt eigentlich eh den Titel schon gesehen. Brauche ich euch eigentlich eh nicht mehr sagen, was, um was geht. Ich will auch gleichzeitig ein paar Sachen aussortieren. Ich schaue heute ein bisschen wild aus. Yeah. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich habe da ganz, ganz viele Sachen. Ich weiß, ihr wünscht euch immer, dass ich näher auf die Pflege eingehe. Ich werde das aber jetzt so im Aufgebraucht-Video machen, versprochen. Ich werde da mehr auf die Gesichtspflege eingehen, die ich aufbrauche. Ich verspreche es euch. Ich habe nämlich hier Reisegröße und der ganze Korb vor meinen Füßen ist voll und ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Hose runterrutscht. Nicht so geil. Jo. Ich werde versuchen, darauf einzugehen, aber die Sachen, die ich noch nicht verwendet habe oder noch nie benutzt habe, kann ich euch natürlich nicht sagen, ja. Aber die Sachen, was ich schon kenne und was ich schon mal benutzt habe, werde ich euch natürlich ein bisschen erklären. Ich versuche es zumindest. Und ich werde auch versuchen auszusortieren, weil eine Freundin von mir habe ich Lancôme-Proben letztens mitgegeben, weil sie bei mir in der Filiale war. Und sie gemeint hat, sie braucht was von Shiseido. Und wir haben Shiseido nicht in der Filiale, habe ich ihr Lancôme-Proben mitgegeben. Und sie ist begeistert von dem Serum, glaube ich, und von der Augencreme, die ich da irgendwo in meiner Sammlung gesehen habe. Und weil ich eh so viel Scheiß habe, werdet ihr gleich sehen, wie viel Scheiß das wirklich ist, werde ich ihr die zwei Sachen schenken. Ich glaube, sie wird sich ur drüber freuen. Sie wird mich zwar hassen, aber sie wird sich ur drüber freuen, glaube ich, wenn ich ihr die Sachen schenke. So, da fangen wir mal an. Und ich versuche auch kleinweise auch noch auszusortieren. Also nicht wundern, ich versuche es wirklich. Ich bin motiviert, ich bin sehr motiviert. Von Clinique habe ich zwei Sachen. Das ist einmal die Feuchtigkeitspflege. Die werde ich aber aussortieren für eine Ex-Arbeitskollegin. Ich weiß gar nicht, warum ich die letztens gar nicht mitgegeben habe. Ich glaube, ich habe die übersehen. Das ist halt eigentlich nur eine Feuchtigkeitspflege, die Lotion, das ist ein bisschen reichhaltiger als das Gel. Da gibt es nämlich die Gel-Variante davon und eben die Lotion. Und die Lotion ist ein bisschen intensiver als das Gel. Dann das Peeling, das 7-Day-Scrub. Das werde ich noch behalten, weil, ja, ich mag es probieren. Weil viele, ich zeige es immer vielen Kunden, aber ich habe es so nur bis jetzt auf der Hand ausprobiert und nie irgendwie selber. Dann eine Clinique Nachtcreme, von der Serie bin ich eigentlich nicht so begeistert. Das ist die Clinique Smart. Sieht so aus. Habe ich noch nie testet. Ich hatte nur bis jetzt das Serum und fand das Serum nicht gut. Dann von Biotherm. Ihr wisst ja, Biotherm ist meine absolute Lieblingsgesichtspflege. Das war mal im Adventkalender drin. Das ist diese Blue Therapy. Ja, mal gucken. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die aufheben soll. Ich lege es mal auf die Seite. Weil ich habe da auch... Ist das nicht dieselbe? Ja. Ich habe da dieselbe nochmal in der Tube. Alter. Dann habe ich die Augencreme von Clinique. Ich muss mir das abgewöhnen. Dieses Dann, oder? Das ist so nervig. Die Augenpflege, die werde ich schon selber behalten, weil ich mochte die früher sehr, sehr gerne. Ich habe aber nur die Rich, glaube ich, gehabt. Und das ist die normale, die nicht reichhaltige. Und die will ich auch wieder probieren, weil es ist Jahre her, wo ich die hatte. Und das war ja im Adventkalender auch drin. So. Ein Peeling von Clarins habe ich auch. Da habe ich auch eine Probe, glaube ich, davon. Und ich habe ganz vergessen, dass ich das in klein habe. Sagen wir am besten mal nichts dazu, oder? Da sieht man nämlich wieder, was man mal alles hat. Ein Augen-Make-up-Inferno von Estée Lauder habe ich auch. Wow. Wow. Wusste ich nicht mal mehr. Ups. Ich glaube, da war mal bei einer Mascara dabei, wenn ich mich nicht irre. Könnte ich auch irgendwann mal aufbrauchen. Verreisen tue ich sowieso nicht. Bei jemandem übernachten tue ich auch nicht. Also kann ich es aufbrauchen. Ja, drei Biotherm habe ich. Die werde ich auf die Seite legen. Die werde ich der Freundin auch gleich mitgeben, weil sie soll sie probieren. Weil ich glaube, von der hatte ich keine Probe. Und ich habe da die großen Größen noch. Und wenn die ihr gefällt und sie sie verdreht, kann ich ihr die ja schenken. Guter Plan, oder? Ja, dann habe ich noch von Blue Therapy die Creme in Öl als Probe. Und die Skin Oxygen, wo ich ja das Gesichtswasser urliebe. Habe ich auch gerade da noch, zeige ich euch gleich. Die Gesichtspflege habe ich noch im Reisegröße, weil das war in dem Adventkalender damals drinnen. So sieht das aus. Und ich hab die, glaube ich, auch zweimal gehabt. Oder habe ich die zweimal? Irgend sowas. Keine Ahnung. Ich sage ja, wenn man so viel Scheibenkleister hat wie ich, irgendwie ist das Oberteil ureng. Dann ist das klar, dass man den Überblick verliert, sage ich mal. Also vier Sachen habe ich schon mal auf die Seite gelegt. Zwei kommen auf jeden Fall weg und zwei bin ich mir noch nicht sicher. Aber es wird. Es wird, würde ich sagen. Sorry. Oh Gott. Ich will nicht wieder so 100.000 Mal schneiden in einem Video, weil da werde ich deppt. Gesichtsmasken. Das ist einmal eine... Oh Gott, ist das eine Peel-Off? Ach du Schande. Ja, ich glaube, das ist eine Peel-Off. Das ist die von Freeman. Ihr wisst ja, ich liebe die Freeman-Masken.
Man kommt jetzt leider kaum noch dran. Ich glaube, über Nodino schon, wenn ich mich nicht irre. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Irgendeine Internetseite bietet die an. Ich habe die noch nie probiert, aber die hier habe ich früher sehr, sehr oft verwendet. Ich habe gerade aktuell zwei noch im Badezimmer stehen. Eine mit Apfel, glaube ich. Das ist so eine Peeling-Maske. Und eine mit was noch? Und irgendeine noch. Die weiße, glaube ich, oder so. Und ja, ich muss öfter Masken verwenden. Weil, wie ihr seht, habe ich genug Masken. Das kennt ihr. Ich wollte jetzt nicht dann sagen. Das kennt ihr schon. Das ist von Biotherm, das Skin Oxygen Gesichtswasser. Ich liebe es. Ich habe eins schon aufgebraucht. Und ich liebe, 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 liebe es. Und ich hoffe, das geht nie aus dem Sortiment. Da habe ich ja vor kurzem gejammert. Könnt ihr euch sicher in dem Aufgebraucht-Video noch erinnern. Das habe ich schon mal benutzt. Also ihr wisst ja, das Skin Oxygen liebe ich ja sowieso. Das ist nämlich, finde ich, in der Früh so richtiger frischer Kick. Das mag ich auch sehr gern. Da ist zwar nicht so viel drin, das ist eigentlich nur bis daher. Aber das ist ein Reinigungspuder von Declaré. Das erinnert mich auch an die Anfangszeit von Müller. Weil das hat mir damals die jetzige Filialleitung empfohlen. Hat mir dann auch Proben geschenkt damals. Und daraufhin habe ich mir das dann auch nachgekauft, weil sie mir das gezeigt hat. Und das hat mir so gut gefallen. Ich habe das schon so lange, habe es nie verwendet zurzeit. Ich muss das echt mal benutzen. Da sieht man, was man alles hat. Also, no comment, no comment. Da haben wir schon mal eins, na bitte. Das ist das, was ich ihr schenken werde. Das ist das Serum von Lancôme. Ich habe das schon so oft selber benutzt und ich will ihr eine Freude machen. Das haben wir nämlich mal von der Schulung geschenkt bekommen und ich will ihr auf jeden Fall eine Freude damit machen und ihr das schenken. Mir hat so gut gefallen und sie gesagt, ist das aber zu teuer und wenn ich es eh daheim habe, dann schenke ich sie einfach. Mein Gott, wird mich nicht umbringen, würde ich sagen, oder? Wenn ich jemandem eine Freude mache. Von Clarins, die Total Eye Lift habe ich hier. Die war auch von einer Schulung, weil da haben wir das Produkt vorgestellt bekommen. Und so sieht das aus. Das ist geil, die Verpackung. Bist du verrückt? Das Einzige, was ich jetzt gehört habe, zwei Kolleginnen hatten den Vorgänger so gerne. Da gab es ja von der, die hat auch Total Eye Lift geheißen. Nein, Blödsinn. Konzentriert so ein Regard hat die geheißen, so wie da unten, wie das da steht, da wo mein Finger ist. Und jetzt heißt sie aber Total Eye Lift und wurde verbessert und angeblich hat man da einen Soforteffekt. Die Kolleginnen benutzen es gerade, die sind halt weitaus älter als ich, wenn ich das so sagen darf, und sind aber beide unzufrieden mit der. Jetzt bin ich gespannt, wie die dann bei mir ist. Also ich bin echt, echt neugierig. Biotherm. Ihr wisst ja, ich liebe Biotherm. Das ist aber die Red Alge Uplift Night und die werde ich auf die Seite legen für die Freundin von mir. Ich werde ihr aber zuerst einmal die geben und dabei lege ich die trotzdem auf die Seite und werde sie aussortieren, weil ich kann die eh nicht verwenden. Sagen wir es mal so, oder? Deswegen lege ich sie mal auf die Seite. Dann haben wir hier, oh, Skin Oxygen. Das ist die geile, glaube ich, mit den Kugeln. Die ist so geil. Ich zeige euch die kurz ausgepackt, weil ich mache sie nicht auf, aber ich zeige sie euch. Das ist von Biotherm eine Nachtcreme. Die hat so ganz kleine Kügelchen drin, die man jetzt leider so nicht sieht. Das sind so ganz kleine durchsichtige Kügelchen. Ich liebe die. Wenn man die auf die Haut aufträgt, platzen die Kügelchen auf. Ich liebe die. Ich habe die zwar noch nie verwendet, ich benutze immer den Tester so auf der Hand so. Aber ich habe die bis jetzt noch nie verwendet und ich sollte die jetzt bald im Sommer anfangen. Ich glaube, jetzt im Sommer würde die passen. Also Sommer, wir haben ja noch nicht Sommer, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Dann habe ich eine Dr. Scheller Creme. Mandel Calendula, beruhigende Pflege. Ich glaube, die werde ich auch verschenken. Ich weiß zwar noch nicht, wem ich die gebe, aber ich werde die auf die Seite legen. Ich kann ja für ein paar Freundinnen so ein Backerl auch machen. Ich will halt, ihr müsst mich, ich meine, ihr werdet das vielleicht, wie soll ich das ausdrücken, damit ihr das versteht? Es ist ein Wunder, dass ich das sage, dass ich aussortiere, weil ich habe halt gemerkt, ich habe wirklich viel Zeug und ich kann das nie im Leben aufbrauchen. Und es wird halt Zeit, dass ich das ein bisschen minimiere, würde ich sagen. Also die kommt auf jeden Fall weg, weil Dr. Scheller interessiert mich jetzt nicht so, würde ich jetzt sagen. Aber die kommt auf jeden Fall mal weg. Als nächstes habe ich hier zweimal das Micellenwasser von Cadea Vera. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass schon wieder mein Gel runtergeht. Ja, super. Ich liebe es. Ich bin so froh, dass ich nächste Woche testen gehen kann. Und am 4. März, wo mein depperter Geburtstag ist, Nägel machen gehen kann. Ich hasse es. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie mich das anzipft, wenn ich jeden Tag diese scheiß Nägel machen muss. Also es geht mir richtig am Arsch. Ich könnte richtig im Stahl kotzen. Ich habe es mal gestern erst wieder neu gemacht und jetzt geht das Gel wieder runter. Egal, Themawechsel. Zweimal habe ich das Micellenwasser von Cadea Vera. Einmal habe ich es mir gekauft, einmal habe ich es von der Schulung bekommen. Da habe ich mich so geärgert, dass ich nicht gewartet habe, dass ich das so irgendwie
Ja, ich ärgere mich da über mich selbst. Ich muss das jetzt mal bald verwenden, weil ich habe das zweimal. Aber ich will das nicht hergeben. Also, Tadea wäre ja meine Lieblingsmarke, das wisst ihr ja. Und deswegen will ich das nicht hergeben. Ich habe nämlich noch zwei Sachen davon. Ich hoffe, euch stört das nicht, wenn ich mich darunter bücke, aber wie soll ich denn die Sachen sonst nehmen? Der Korb ist da schwer. Die zwei Sachen habe ich auch. Und das ist einmal der Hydra Boosting Serum Lotion von Cadea Vera. Habe ich damals den Vorgänger sehr gerne verwendet, weil das auch so gut kochen hat. Das kocht komplett noch zu. Werde ich auf jeden Fall selber verwenden. So wie das, weil das hat mich extrem interessiert und da habe ich mich gefreut, dass wir das auf der Schulung geschenkt bekommen haben. Das ist dieses Pore Minimizer Beauty Skin Shot. Und da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Ich weiß jetzt noch nicht auswendig welche. Ich glaube, einen Glow Shot gibt es noch. Und noch ein paar andere. Also es gibt wirklich viele und das schaut so aus. Es ist zwar nicht viel drinnen, aber ich finde das... Das ist wirklich nicht viel drin. Guckt, da ist echt wenig drinnen. Also vielleicht sollte ich mir den mal auf die Seite stellen und den mal verwenden. Ich stelle es mal auf die Seite. Machen wir weiter. Ihr werdet jetzt nichts anderes mehr hören, außer dass mich meine Nägel nerven. Da haben wir es wieder. Eine Meersalz-Gesichtsseife habe ich auch von Cadea Vera. Die gibt es aber nicht mehr. Steht auch Limited Edition drauf. Ich habe mir die einpillet, weil die war dann reduziert. Was soll ich euch dazu sagen? Die gibt es aber nicht mehr. Dann habe ich da was. Oh, das ist von Biotherm. Auch von einer Schulung. Aura Concentrate heißt das. Von der Aquasource-Reihe. Ich hoffe, das sieht man ein bisschen. Ich kann euch auch das Serum zeigen. Das sieht so aus. Das muss man nämlich schütteln. Das hat so drei Phasen eigentlich, wenn man es genauer sieht. Genau. Das muss man dann schütteln und dann kann man es verwenden. Das ist eher so ein relativ flüssiges Konzentrat. Feuchtigkeit spendend und Ausstrahlung. Habe ich noch nie verwendet, aber ich bin gespannt, wie das ist. Das könnte ich dann in der Kombination mit der anderen verwenden, die ich da habe. Dann, das ist meine absolute Lieblingspflege. Ich hatte die sogar schon mal in einer Tube und bin aber zu geizig, die zu verwenden. Da bin ich wirklich so geizig. Das ist von Biotherm, wem wundert's, die Everplum Night. Und die ist so richtig Jelly-mäßig und ich liebe diese Pflege. Ich liebe die einfach. Ich meine, der Titel ist ja generell mega geil, aber ich liebe die Pflege. Die sollte ich jetzt auch irgendwann mal verwenden. Ich glaube, das werdet ihr im ganzen Video hören. Ach Gottchen. Das werdet ihr wirklich im ganzen Video, glaube ich, hören. Oh, da habe ich noch die alte Verpackung von dieser Hydra Serum Lotion. Die würde ich sogar als erster verwenden, bevor ich dann die neue Verpackung verwendet. Das heißt, Serum habe ich eindeutig genug. Ich habe auch noch genug von meiner Reinigungsmilch von Yves Rocher, die ist hier. Die kennt ihr auch schon, aber ich bin noch immer am Überlegen, ob ich nicht wechsle. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht doch wechsle. Weil ich will irgendwie eine andere probieren, weil ich komme auch gar nicht mehr so richtig zum Yves Rocher und das wäre das einzige Produkt, was ich mir nur noch nachkaufen würde. Und ja, das hat irgendwie nicht so viel Sinn, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Dann habe ich hier eine Maske von Juvena. Die habe ich schon urlange und die habe ich die ganze Zeit vergessen, dass ich die habe. Ich habe viel zu viele Masken, wie man sieht. Viel zu viele. So sieht die aus. Die soll einen Soforteffekt haben, was ich noch weiß. Man soll den... Viele Bräute nehmen die vor ihren großen Tag, habe ich zumindest auf dieser Schulung gelernt, weil eben das Hautbild dann besser ausschaut. Also es ist mehr Ausstrahlung, glaube ich, und so lang her, wo das... Die glättet sofort, tut Energie spenden, ja, sowas in der Art. Hab sie noch nie verwendet. Aber so viel dazu. Ja, dann habe ich noch ganz, ganz viele andere Sachen. Das habe ich mir sogar mal beim Nodino gekauft. Das ist ein Augen-Make-up-Entferner von Lancôme. Augen-Make-up-Entferner habe ich eindeutig auch genug. Brauche ich mir auch eine Weile lang keinen mehr kaufen. Aber den von Lancôme mag ich auch sehr gern. Habe ich auch schon öfter verwendet. Von Action habe ich zwei Produkte. Eh böse, dass ich so viele Peelings habe. Einmal das Kokos-Peeling und einmal das Melone-Peeling. Habe ich mir auch unbedingt einbildet, aber hätte ich gar nicht gebraucht. Aber egal. Ein Reinigungsgel von Holika Holika von einer koreanischen Marke, das ich endlich benutzen sollte, aber ich will nicht. Ich will nämlich nicht, dass es leer ist, weil man kommt so schwer an die Sachen ran. Das ist auch, die Verpackung ist auch mega, das ist so eine riesengroße Aloe Vera. Ich liebe das. Ich bin ein Junkie. Zwei Produkte, die ich schon mal probiert habe, und zwar ist das einmal das Double Serum
von Clarins. Ich liebe es. Ich liebe dieses Produkt. Habe ich noch gar nicht verwendet. Ich meine, die Variante jetzt. Ich habe den Vorgänger schon mal benutzt. Sie haben es nämlich neu verpackt. Das war ganz anders vorher. Man kann auch oben die Tropfen einstellen, wie man es haben will. Entweder intensiv oder leichter. Finde ich auch cool. Man kann es auch ins Make-up mischen. Habe ich noch nicht probiert, habe ich aber vor, dann mit dem zum Testen. Ihr wisst ja, Clarins und Biotherm sind meine zwei Lieblingsmarken. Und das ist die Essenz von Biotherm. Ich habe die schon mal in ein Aufgebraucht-Video gezeigt und, glaube ich, auch in ein Fun-Lovers-Video oder so. Ich liebe die. Ich bin der ja so hinterhergelaufen. Ich habe die mir ja letztes Jahr, glaube ich, zum Geburtstag gekauft oder so. Und ich habe sie mir letztens gekauft beim Müller Online-Shop, weil da Black Friday war. Und man dann noch so eine kleine Pflege dazu gekriegt hat. Ich kleiner Chunky. Das war sogar die ich dazu bekommen habe, fällt mir gerade auf. Das heißt, ich könnte die auch auf die Seite legen und für sie zum Verwenden geben. Weil da hat sie dann die Tag und da hat sie dann die Nacht und das machen wir so. Die lege ich da dazu. Eine Maske, da habe ich eigentlich eine zweite, aber ich weiß gar nicht, wo die ist. Die sieht so aus, die habe ich von der Vivi geschenkt bekommen. Die hat sie mir mal... Ich finde die Verpackung ein bisschen creepy, aber hat irgendwie was. Ich habe sie noch nicht probiert, ich habe auch irgendwo eine zweite, fragt mich aber nicht wo. Immer wieder typisch, was ich alles an Sachen habe. Das werde ich auch aussortieren, ich weiß nur noch nicht, wen ich das gebe. Ein ausgleichendes Vitamin C Serum. Ich habe schon eine Idee, wen ich es gebe. Von Cadea Vera. Ich brauche es nicht. Ich brauche es wirklich nicht. Und ich werde es verschenken. Ich weiß auch schon, wer es kriegt. Dann habe ich hier eine Maske noch. Also was ich an Masken habe, Kinder, das ist nicht mehr schön. Crememaske von Dadosense. Die lasse ich mir aber noch. Alles muss man ja auch nicht weggeben, oder? Dann habe ich hier das Elisabeth Arden Serum. Das habe ich geschenkt bekommen. Da habe ich mich so drüber gefreut, weil ich das so liebe. Ihr wisst, ich bin ein... Also ich habe eine Marke vergessen. Biotherm, Clarins und auf jeden Fall Elisabeth Arden sind die zwei Marken, die ich extrem liebe. So wie... Da habt ihr auch wieder Biotherm. Das ist das Cooling Gel von Skin Oxygen von der Serie. Und ich will die dann in Kombi verwenden. Das Konzentrat, die Creme und die Nachtcreme will ich dann in Kombination verwenden. Wenn es dann mal so weit ist. Mal gucken. Das heißt, ich kann es dann so auch in den Kasten einschlichten, damit ich das mir dann rausnehmen kann. Die habe ich mir damals beim Tiki Max um 22 Euro gekauft. Die hätte nämlich vorher 45 gekostet. Das ist eine Estee Lauder... Maske, glaube ich. Steht da gar nicht. Aber ich glaube, es ist eine Maske. Tja, so viel dazu, oder? Dann hätten wir es auch wieder besprochen. Aber da ist auch so ein cooler Spatel dabei, was ich auch geil fand. Ja, das war ein Impulskauf. Sagt lieber nichts dazu. Und ist auch schon länger her, also. Ach du Schande. Also jetzt habe ich ein bisschen rumräumen müssen, weil das ging nicht mehr so, wie ich es machen wollte. So. Ja, weiter geht's. Ich habe dann noch eine Maske von Lancaster. Ich habe irgendwo noch Proben von der. Das ist so eine... Da gibt es drei verschiedene. Da gibt es Rosé-Gold. Die habe ich nämlich da. Die habe ich damals auf der Schulung, glaube ich, geschenkt bekommen. Oder wir haben die... Nein, nicht Schulung. Wir haben die, glaube ich, so mal geschenkt bekommen. Silber und Gold gibt es noch. Und ich habe irgendwo von allen drei Proben, aber ich weiß nicht wo. Bevor ich nämlich die anfange, will ich unbedingt die Proben verwenden, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich die behalte. Dabei lasse ich sie natürlich noch in meiner Sammlung, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie bleiben darf. Das werden wir dann noch sehen, weil ich bin ja nicht so ein Fan von Peel-Off-Masken. Oh, von Lancôme habe ich sogar noch eine Visionärcreme, das wusste ich nicht einmal. Das ist in dem blauen Diegel die Pflege. Ich mag sie schon, ich habe den Vorgänger auch geliebt, das war ja wieder eine verbesserte Formel von der. Den Vorgänger habe ich auch gern gehabt, aber mal gucken, wann ich die dann verwende. Die bleibt noch. Ein Lancaster-Produkt wieder. Ich habe eigentlich früher sehr gern Lancaster benutzt, hat aber dann aufgehört, weil sie meine Produkte aus dem Sortiment genommen haben. Zum Beispiel wie das hier. Das war dieses Skin Therapy Correct and Blur Concentrate. Ich habe das geliebt. Ich habe das wirklich geliebt. Und die haben das aus dem Sortiment genommen. Ich hatte davon jetzt vor kurzem noch eine Probe, die habe ich, glaube ich, irgendwann einmal aufgebraucht. Ich glaube, die seht ihr erst im neuen Aufgebraucht-Video, wenn ich mich nicht irre jetzt. Schlagt es mich nicht, wenn es nicht so ist. Aber das war echt ein geiles Produkt. Ich habe das in jedes Make-up reingemischt. Ich habe das geliebt und das gibt es nicht mehr. Man kann es sicher noch online oder so kriegen, aber ihr wisst ja, ich bin nicht so. Ein Enzympeeling von der Eigenmarke habe ich hier. Und dann habe ich noch ein Peeling von der Eigenmarke, wenn ich schon dabei bin. Ein Fruchtsäurepeeling und ein Enzympeeling. Also Peelings brauche ich mir sehr lange nicht kaufen.
sehr, sehr lange nicht kaufen. Deswegen, ich bin aber auch brav und verschenke auch viel. Also jetzt habe ich ganz schön viel auf die Seite gelegt, was ich verschenke. Ich überlege gerade, ob ich davon auch eins auf die Seite geben soll. Welches? Das Enzympeeling oder das Fruchtsäure? Ich glaube, ich gebe das Fruchtsäure weg. Oder? Oder das Enzym. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich entscheide mich dann am Ende des Videos. Dann habe ich hier ein Reinigungsprodukt von Elisabeth Arden. Das hatte ich sogar mal in klein. Ihr könnt es kaum sehen. Das ist verdammt staubig. Das ist so eine Tube. Ich mochte, glaube ich, die Tube ja nicht so gerne. Ich habe mir das dann blinderweise in groß nachkauft. Also sollte ich die vielleicht auch mal verwenden. Ich kann mich aber erinnern, dass ich die Probe nicht so gut fand. Ach, meine heißgeliebte Aqua Source Everplump. Das hat jetzt eine Weile gebraucht, bis ich den Namen rausgekriegt habe. Da ist sogar noch ein Deckel drauf. Ich glaube, die ist sogar relativ voll, nehme ich die. Ich liebe die. Und die ist komplett voll noch. Das war ein Tester von der Arbeit. Sollte ich rauslegen. Ich glaube, die werde ich dann als nächster verwenden. Ich habe vor kurzem auch wieder eine Probe von der leer gemacht. Die schaut gar nicht mehr so aus. Die hat jetzt den Tiegel von den normalen Pflegen, was ich euch jetzt die ganze Zeit gezeigt habe. So hat die den Tiegel jetzt und nicht mehr in der Form. Obwohl ich die in der Form viel schöner fand, aber ja. Aber die mag ich. Die mag ich extrem gern. Ich lege sie zwar da dazu, aber ich werde sie demnächst aufbrauchen. Wie habe ich in meinem Aufgebraucht-Video geheult, halb, dass ich das hier aufgebraucht habe. Und ich habe das dann, wir haben das dann von Lancôme geschenkt bekommen. Ich habe mich extrem gefreut, weil sie gefragt, was wir haben wollen, weil wir so brav waren in der Quarantänezeit, also beziehungsweise Lockdown, nicht Quarantäne, ich verwechsel das immer. Weil wir im Lockdown so brav waren und weiterhin so brav verkauft haben, haben wir sich was aussuchen dürfen und ich bin verliebt. Ich glaube, das war in der Zeit. Ich glaube schon. Oh ja, ich glaube schon. Weil sie hatten dann die Tester nicht liefern können, glaube ich. Irgend so war das. Und ich bin verliebt in dieses Öl. Ich liebe es. Aber ich glaube, das wisst ihr schon. Selbe wie mit Clarins. Da habe ich mir ausgesucht von den Lichtschutzfaktor, dieses Produkt. Da steht auch mein Spitzname drauf von damals. Das muss man vorher schütteln, das wusste ich gar nicht. Peinlich, peinlich. Das muss man vorher schütteln, damit man es verwenden kann. Und ich liebe dieses Produkt. Ich hatte das öfter schon mal als Probe, aber nie als Original. Und dann als Kaiser, wir dürfen sich was aussuchen, habe ich mir das ausgesucht. Jetzt benutze ich noch die Lancaster Sonnenschutz und dann werde ich das auf jeden Fall verwenden. Ich freue mich schon drauf. Dann habe ich hier, das ist noch komplett so, von Elisabeth Arden, ihr wisst ja, ich liebe die, habe ich ja oft euch zeigt, sehr, sehr oft. Ich habe noch die fürs Gesicht in so einer großen Verpackung. Da werde ich mir das dann auf jeden Fall aufheben, weil man braucht ja dann nur die Nachfüllung kaufen, wenn ich mir die jemals kaufe, weil ich habe dabei eh noch genug Sachen, Gott sei Dank. Also einmal die und einmal die für die Augen habe ich auch noch. Die habe ich damals beide vom TK Maxx gekauft. Wen wundert's. Und die für die Augen ist wirklich geil, die Verpackung. Warte jetzt kurz, die sieht so aus. Ich hoffe, man hört das nicht. Also die für die Augen ist ja, die Verpackung ist ja mega, mega schön. Also, ja. Ich weiß noch nicht, wann ich es verwende. Ich habe vor kurzem erst welche aufgebraucht davon. Ich weiß gar nicht, wann ihr das in einem Video seht. In dem nächsten jetzt? Ich weiß es nicht. Oder habe ich es euch schon gezeigt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt Alzheimer. Bleiben wir gleich bei Elisabeth Arden. Ich muss ein bisschen Gas geben jetzt. Bleiben wir gleich bei Arden. Ich habe noch diese Peeling-Pads. Da habe ich noch eine in Verwendung gerade. Und das ist noch mein Backup. Habe ich mir damals auch beim TK Maxx gekauft um 25 Euro. Da waren die ja relativ günstig bei uns beim Müller. Haben die damals 80 Euro oder so gekostet. Ja, TK Maxx ist ein bisschen fies. Aber ich liebe die. Und die gibt es ja leider auch nicht mehr, beim Müller. So wie das hier. Und ich habe vor kurzem dann noch eine Probe verwendet. Bei den Proben finde ich das doof, dass du da nicht alles rauskriegst. Das werdet ihr dann im Aufgebraucht-Video sehen. Aber beim Originalprodukt ist da nicht so ein Pumpmechanismus mit so einem Schlauch, wenn das jetzt Sinn ergibt, sondern mit Druck. Also da habt ihr, wenn ihr da genau schaut, seht ihr da, dass dieses Plastik ist und das drückt quasi das ganze Produkt nach oben und da kriegt man dann alles auch raus. Und ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt, dieses Produkt. Mir war es immer zu teuer, das zu kaufen. Also ich habe zweimal den Tester gekriegt, auch jetzt am Schluss dann, wie es nicht mehr gab. Da war ich immer traurig. Ach, da war ich wirklich traurig. Ich liebe dieses Teil. Ich hoffe, dass das irgendwann einmal beim TK Maxx auftaucht. Ich war halt schon ewig nicht mehr. Ich gehe heute wahrscheinlich. Heute hält mich nichts auf, dass ich da reingehe. Außer wenn eine Schlange vor dem Geschäft steht. Aber das werden wir noch sehen.
Klaus, das Gesichtsöl, das habe ich von meinen lieben Kolleginnen zu Weihnachten damals gekriegt. Ich glaube vor einem Jahr, vor 2 Jahren, sowas. Ja, ich liebe dieses Gesichtsöl. Ich habe die Probe ja vor kurzem gehabt, musste die Probe aber aussortieren, weil das urkomisch ausgeschaut hat. Das seht ihr dann in dem nächsten Ausmist-Video. Aber so sieht das aus in Original. Ich habe das geliebt. Entweder liebe ich das von Biotherm oder eben das von Keraus. Also die zwei Gesichtsöle, die liebe ich am allermeisten. Keine Ahnung, warum das dabei ist. Das ist eine Seife. Keine Ahnung, warum das da dabei ist. Das ist so. Man riecht doch gar nichts. Aber das ist eine Seife von 4711. Gehört nicht zur Gesichtspflege dazu. Man sieht, dass ich keine Ordnung mehr habe hier. Ich habe doch dann noch eins. Wie ich das? Oh. Peinlich, peinlich. Ich habe das dreimal. Das ist dieses Balsam von Biotherm. Eins habe ich noch in Verwendung, weil ich habe mir den Test auch nehmen dürfen. Und einmal habe ich noch diese Variante hier. Das ist die... Ich weiß nicht, warum die das damals so geschickt haben. Fragt es mich nicht. Aber das ist dasselbe eigentlich. Nur hat das eine neue Verpackung dann gekriegt, komischerweise. Ich habe das geliebt und das ist aus dem Sortiment gegangen. Und deswegen habe ich da... 3 Backups noch. Und einmal habe ich den Tester im Badezimmer stehen. Böse, 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 würde ich sagen. Dann habe ich hier noch eine Gesichtspflege. Von der lieben Vivi ist die. Die sollte ich auch endlich verwenden, weil die war, glaube ich, schon mal offen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das hat sie mir nämlich eh gesagt. Das ist die hier. Ich habe die Marke noch nie... Ich glaube, Proben habe ich von der benutzt damals. Ich glaube, das müsst ihr noch wissen. Ich glaube, von der Marke kenne ich nur die Proben. Das heißt, die sollte ich mir auch da auf die Seite stellen, weil die sollte ich dann als nächster verwenden. Mir fehlt auch gerade von dem auch noch eins. Habe ich das auch irgendwo verschlammt? Sehen du es jetzt nicht. Aber ich habe von denen eigentlich ein Micellenwasser. Ich frage mich nur gerade, wo das ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ah, ich bin so scharsauger. Daneben steht's. Ich bin so blind. Der Augenarzt ruft. Das haben wir von der Schulung bekommen. Ich finde diese Probiergrößen voll genial. Deswegen sage ich euch, ich brauche mir ewig kein Gesichtswasser mehr kaufen, weil da habe ich auch noch eins von der Marke Skin Manager Alcina. Sollte ich auch demnächst aufbrauchen. Und die beiden. Eins ist das Micellenwasser und eins ist das normale Gesichtswasser. Und dieses Zeichen hier mit den Bergen, ich glaube, das sieht man relativ schlecht, zeigt an, dass die Inhaltsstoffe schon aus dieser Domain von Keraus kommen. Die haben nämlich so eine eigene Plantage, wo sie mit einem Esel die ganzen Sachen ernten. Ich finde das so genial. Es ist ein Familienbetrieb und ich liebe, 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 liebe diese Marke. Ich finde es einfach mega. Die machen auch alles per Hand, also pflücken halt die Sachen selber, haben ihre eigenen Mitarbeiter und so und das finde ich sowas von genial. Sowas von genial. Deswegen, ja, ich liebe die Marke. Und alle, die was diese Berge haben, diese Produkte, das kommt jetzt erst im Laufe der Zeit, ist uns erklärt worden, die sind schon von dieser Domain Keraus, die Inhaltsstoffe, so, damit ich es habe. Finde ich super, finde ich wirklich super. So, dann habe ich noch eine Maske von Hildegard Brockmann, die es leider nicht mehr gibt und ich habe mir die damals extrem einbildet, die Green Smoothie Maske. Ich mag ja eigentlich die Hildegard Brockmann Sachen, ich habe auch Fußpflege und so, die ich schleppend verwende leider. Und die ist halt relativ klein, aber da war, ich kann mich ganz genau erinnern, da war damals eine Kundin, von der habe ich urviele von der bestellen müssen, weil die so geliebt hat. Und ich habe sie noch nicht mehr verwendet. Ich habe ganz, ganz viele Sachen von der Vivi geschenkt bekommen. Ganz, ganz viele Sachen. Ich glaube, das war eh alles von ihr. Nein, da ist auch noch was von ihr. Das ist auch so ein... Ah, das ist auch so ein Enzympuder. Okay, dann gebe ich das Enzympuder weg. Das kommt weg. Das gebe ich der einen Kollegin von mir. Das kommt weg und das Fruchtsäure-Peeling hebe ich mir noch auf. Ich habe mich entschieden. ja, das ist auch so ein Enzympeeling. Deswegen gebe ich jetzt das andere weg. Ich meine, es reicht. Auch so ein Puder ist das. Die Vivi ist davon sehr begeistert, deswegen hat sie mir das geschenkt. Finde ich sehr, sehr cool. Dann hat sie mir noch eine Pflege geschenkt. Vitamin Tree Water Gel. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die war noch nicht offen. Oder? Ich glaube schon. Oder doch? Muss ich die Vivi nochmal fragen, weil dann muss ich mir die auch auf die Seite geben. Sieht so aus. Muss ich unbedingt sie fragen, weil dann werde ich die auch als nächster verwenden. Von The Ordinary habe ich auch was, weil da so viele davon geschwärmt haben, habe ich mir damals ein Serum gekauft. Hätte ich ja nicht gebraucht, wie man sieht, aber okay. Ich krieg's nicht auf. Mir wird gleich mein Gel wegfliegen, so wie gestern. Oder vorgestern? Vorgestern.
So, das sieht so aus. Das ist das Ordinary Serum. Viele haben davon geschwärmt und deswegen habe ich mir gedacht, ja, gönn's dir halt mal was. Hätte ich nicht gebraucht, aber okay. Von der lieben Vivi habe ich so einen Augenstick. Cats Perfect Eye Contour Stick. Das ist eine Kitty. Von welcher Marke? Oh, Toni Moly. Sie kennt mich zu gut. Ich finde die Sachen echt süß. Also die Verpackungen von Toni Moly sind die allerbesten. Also ich sollte die auch vielleicht bald mal verwenden. Aber ich habe noch so viel... Augencreme kriege ich extrem schlecht leer, muss ich ehrlich sagen. Augencreme wird irgendwie gar nicht leer. So, drei, dann haben wir es geschafft. Ich glaube, das Video ist eh unendlich lang. Drei, dann haben wir es geschafft. Dieses Serum liebe ich. Das schaut ganz anders aus, wenn man es bei Müller jetzt sieht oder in Parfümerien. Das ist eigentlich in Original ganz dunkelblau. Da sieht man auch die zwei Phasen nicht so gut, aber es ist ein Zwei-Phasen-Produkt, was man schütteln muss. Ihr kennt das, weil ich habe das schon früher mal benutzt. Das ist dieses Biphase-Serum von Clarins. Ich liebe es. Ich habe das schon ewig nicht mehr verwendet. Aber es wird bald Zeit. Es wird wirklich bald Zeit. Das habe ich mir damals bei TK Maxx auch günstiger gekauft. Zwei habe ich noch und die lege ich gleich auf die Seite für meine Freundin, weil die habe ich jetzt überall gesucht, dass die gerade als letzte kommt. Das ist ein dämlicher Zufall. Muss mich hier beeilen. Eine halbe Stunde habe ich noch, dann holt sie mich nämlich ab und ich freue mich schon voll drauf. Und ich bin gespannt, wie sie reagiert, wenn ich ihr die Sachen schenke. Die Augencreme, die ihr ja so gefallen hat. Also das Serum und die Augencreme haben ihr so gut gefallen, dass ich ihr die einfach schenken werde. Ich bin so gespannt, wie sie reagiert. Ich bin wirklich gespannt drauf. Ich glaube auch gar nicht, dass ich filmen darf, weil ich glaube, das wird ihr nicht so gefallen. von Heliotrope habe ich auch noch ein Gesichtsöl, was einen leichten Einfärben-Effekt angeblich hat. Ich traue mich das nicht verwenden. Ich wollte das nämlich gar nicht haben. Die Kolleginnen haben nur gesagt, oh, die Abteilungsleitung will das auch so gern probieren. Ich habe mir gedacht, nein, seid ruhig, ich will das gar nicht probieren. Aber sie haben mir das dann angedreht. Toll, oder? Ich habe ein bisschen Angst, das zu verwenden. Ich meine, ihr seht ja, wie orange das ist. Sie hat zwar damals gemeint, dass man das nicht so intensiv sieht, erst nach ein paar Anwendungen, aber ich traue mich das nicht verwenden. Ich traue mich das wirklich nicht verwenden. Ich habe echt Angst vor dem Ding, aber okay. Aber okay. Ach, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich zeige euch jetzt nochmal die Sachen, die ich aussortiert habe, bevor ich das Video beende. Also, es ist geflogen. Diese Creme hier, die gebe ich auch auf die Seite für eine Freundin von mir, aka Arbeitskollegin. Dann das Lancôme Serum, das Genifique, dann die Augencreme dazu. Dann Biotherm Gesichtspflege in Blue Therapy Red Alge Uplift Night und die Tag. Dann geht raus, also fliegt, sage ich jetzt mal. Bei den beiden bin ich mir noch immer nicht sicher. Ich glaube, die behalte ich mir. Die behalte ich mir noch. Ich habe eh so viel aussortiert. Die bleibt noch bei mir, die zwei. Weil das ist auch Anzeichen. Hautalterung kann ich irgendwann sicher gebrauchen. Stopfen mal da rein. Oder soll ich es wie einen anderen schenken? Ich bin mir bei dem nicht sicher. Ich glaube, ich verschenke es, oder? Ich habe eh so viel Zeug. Ich verschenke es. Ich verschenke das. Das wird mal verschenkt, dann wird die hier verschenkt und das nicht. Das werde ich dann verwenden, deswegen habe ich es rausgegeben. Das Enzympeeling schenke ich einer Kollegin, da weiß ich auch schon wem. Und das Serum kriegt sie auch und Blue Therapy Wet Alge Uplift Night. Die gebe ich auf die Seite, weil wenn sie das verträgt, kriegt sie das dann. So, also wie gesagt, diese Biotherm gebe ich jetzt auch weg, weil ich habe eh so viel. Ich habe das offen. Das hier, dann die hier ist offen und die Biotherm ist offen und ich habe noch so viel andere Biotherm-Pflege, auf die ich mich richtig freue und deswegen gebe ich die anderen Sachen weg. Also bin ich echt brav gewesen, oder? Ich wollte es behalten, habe es aber doch aussortiert. Ich bin echt stolz auf mich. Es ist zwar trotzdem noch, der ganze Einkaufskorb ist trotzdem noch voll, aber ich bin echt stolz auf mich, dass ich ein paar Sachen weggeben habe. Noch stolzer kann ich gar nicht auf mich sein, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe es sehr. Und ja, das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!